Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen angenehmen Wochenbeginn wünsche ich, und was wir hier am Himmel sehen, ist richtig eine Verschwörungstheorie. Was du hier siehst, ist natürlich nicht real. Eine ganz natürliche Wolkenbildung ist das, und zwar, das sind hier die berühmten Streifenwolken. Man sieht hier, wie sie schön verlaufen und sich ausbreiten. Ja, Streifenwolken sind ein ganz besonders häufiges Phänomen, solange die Besatzungsmächte hier bei uns sind, und sie gehen immer interessanterweise von der Sonne aus. Also das heißt, die Sonne selber bildet diese Streifenwolken. Das ist ein natürliches Phänomen, was wir seit Jahrzehnten beobachten können. Davor hat es das eher selten gegeben, aber das macht nichts. Das macht nichts, und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass unterhalb dieses Videos dann gleich darauf hingewiesen wird, dass es sich hierbei um eine Verschwörungstheorie handelt, und das finde ich auch gut so, ja? Wahrheit muss immer die Wahrheit bleiben. Logisch. Ah, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Gut. Also wir sehen, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, und Denkverbote sind in diesen Zeiten, würde ich sagen, das letzte Rückzugsgefecht, welches sie dann auch verlieren werden. Ansonsten sollte die Sonne schon aufgegangen sein, aber im Hintergrund sehen wir, na, bitte. Sehen wir das, wir nicht sehen, also das ist merkwürdig. Merkwürdig, das sind ja die Windlos-Schwurbelkurbler, schauen wir mal. Ich muss hier nur aufpassen, weil es kann hier rutschig sein. Ja, da hat es mich schon mal aufgeregt. Schauen wir mal hier, ob das Zauber, aber das steht auch. Verwunderlich. Schwurbelkurbler, die bei Windstille stehen, das sieht man selten. Aber macht nichts, sei es drum. Wir haben hier schon den nächsten Patienten. Ja, da ist er. Über Kopf, sehr angenehm. Ja, der eine nix und der andere schon. Hier endlich derjenige, den ich gesucht habe. Da ist er. Jetzt haben wir ihn gefunden. Also das hier bitte ist jetzt die klassische Verschwörungstheorie. Bitte, es ist eine optische Täuschung, dass es so aussieht, als würden hier zwei weiße Chemiestreifen herauskommen, das ist aber nicht der Fall, ja? Das stimmt nicht. Also was du hier siehst, ist nicht richtig. Bitte bedenken, das ist eine Verschwörungstheorie. Also Vorsicht, aufpassen. Die Schwurbler sind überall, ja? Die Schwurbler sind überall. Und schon der nächste. Achso, das ist wer anderer. Ja, da ist aber heute einiges los. Ja, ein bisschen schwierig, weil der Bursche ist schnell. Gut, das war's. Ja, genug Action. Ich muss mich jetzt erholen. Das war mir zu viel. Ende.